Ja, hallo Leute. Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Overlord. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben am Teleporter und hatten wieder einige von diesen Augenviechern besiegt. Und wir gehen jetzt einfach mal Richtung Stadt und schauen mal, was da jetzt so los ist. Ah, hier ist ein Mana-Trank, den können wir sehr gut gebrauchen. Wir mussten ja beim letzten Mal doch einiges an Mana verbrauchen, um unseren Schergen ein wenig unter die Arme greifen zu können. Und da hinten sind auch noch ordentlich Truhen. Das werden wir alles mal mitnehmen. Ja, Waffen für unsere Schergen sind auch nicht schlecht. Die haben ja noch nicht so eine gute Ausrüstung. Sind ja viele draufgegangen das letzte Mal. Und ja, gehen wir hier oben lang. Und wir sind auf der Suche nach Khan. Mal schauen, der sollte sich hier wahrscheinlich irgendwo verstecken. So. Ah, das sieht doch gut aus. Du, ich kenne dich. Du hast sie mir genommen. Du machst Khan wütend. Okay, dann mal los. Der Typ wird wahrscheinlich ordentlich Power haben. Ah, da kommt er schon hier hoch. Ich schick mal meine Schergen rauf, mal schauen. Da kommt mal lieber zurück. Genau. So eine Attacke habe ich schon vorher gesehen. Ich mache nicht so wirklich Schaden an dem. Boah, hier ist so ein Auge. Ah, hier sind immerhin noch Patronen. Und hier können wir grüne Schergen rufen. Mal schauen, vielleicht müssen wir die auch wieder auf seinen Rücken springen lassen. Ah, okay, das macht ihm immerhin Schaden. Also, wir brauchen auf jeden Fall die grünen. Er will ihr wehtun. Okay, wo geht er hin? Ich nehme noch mal ein paar Grüne mit, damit wir die Armee auch wieder vollständig haben. Und dieses Auge hier werden wir auch noch mal platt machen eben. Haben ja genügend Grüne, die darauf springen können. Oh, einer ist gefallen. Schnellen Bl... Ah. Okay. So, wo war der Typ lang gegangen? Hier nicht. War er hier oben lang gegangen, wo wir gerade standen, oder? Ne, hier können wir auch nicht runter. Ne. Hier drüben? Auch nicht. Ah, hier können wir noch andere Schergen rufen. Und ich kann da auch nicht lang. Aber wir haben ja noch eine volle Armee, das heißt, ist egal eigentlich. Ah, wahrscheinlich ist er hier runtergegangen. So, hier kommen wieder ein paar von den Assassinen. Oh Mann, jetzt kommen sie schon wieder von hinten hier und machen mal ein paar blaue. Also wenn die uns von hinten angreifen und in den Rücken fallen, die Assassinen, muss ich sagen, dann machen die echt ganz gut Schaden. Dann erwischen sie immer so zwei, drei Schergen. Aber wenn sie jetzt gerade so wie jetzt einfach nur da vorne rumstehen, dann sind sie eigentlich leichte Beute für uns. Ah, da sind noch ein paar Truhen etc. Nehmen wir natürlich mit. Und hier oben genauso. Alles mitnehmen, genau. Oh, und da hinten ist ja mal eine richtig große Armee. Vier Augen. Mal schauen, ob wir da lang müssen. Das könnte ja echt ein Spaß werden. Hm.
Na okay, die Assassinen kommen jetzt hier rein. Aber da vorne ist auf jeden Fall ein Rad. Und was jetzt? Sie gehört mir. Ah, da ist Khan wieder. Niemand hält mich auf. Auch du nicht. Boah, jetzt mal alle zurück. Oh, da kommen die Assassinen auch noch. Und gleich so ein Bombenleger natürlich noch. Ah, kommt mal alle Schergen hier mit. So, und rauf hier. Boah. Eieiei. Ich werde hier gleich mal einen Zauber werfen müssen. So. Khan, der kommt jetzt hier oben lang. Ich muss ihn irgendwie erstmal hier runterlocken, damit wir dann mit den Grünen auf ihn springen können. Wie viele Grüne haben wir denn eigentlich noch? 13 Stück. So, ich hoffe, der folgt mir jetzt mal. Komm hinterher, Khan. Und das sieht gut aus. Jetzt kann ich hier hoch. Und die Grünen springen ihm auf den Rücken. Los, komm drauf da jetzt. So, ich kämpfe in der Zeit gegen die Assassinen. Oh, da hat es einige zerlegt von unseren Schergen. Ja, oh, ich muss mir auf jeden Fall gleich ein bisschen Nachschub holen. Zwölf Stück haben wir nur noch. Oh. Ah, hier können wir Grüne holen. So, jetzt haben wir aber auch keine grüne Lebensenergie mehr, ist das Problem. Und Khan muss auf jeden Fall erstmal wieder hier ein bisschen in die Nähe kommen. Und dann schicken wir hier wieder die Grünen auf seinen Rücken. Oh, ich muss unbedingt das Tor mal da drüben runterlassen. Weil die machen mir hier echt gut Stress, gerade die Assassinen. Ah, und da kommt Khan. Hier, geht mal schnell ran. Oh, die Bombe hat natürlich jetzt gesessen. Okay, das Tor ist immerhin oben. Das heißt, die Assassinen kommen jetzt hier erstmal nicht mehr rein. Ich habe nur noch 15 Schergen. Da muss ich echt aufpassen, dass ich jetzt nicht so viele verliere, weil ich habe bald keine Lebensenergie mehr. Oh Mann. So, die Assassinen sind jetzt aber größtenteils besiegt. So, da drüben, die habe ich mal. Okay, jetzt müssen wir nur noch Khan irgendwie mal wieder da unten hinlocken, dass die Grünen ihm auf dem Rücken springen können. Und ich werde mir gleich nochmal die letzten Braunen mitnehmen. Okay, jetzt kommt mit, kommt mit. Und alle rauf jetzt hier. Ja, jetzt haut er wieder ab. Der elende Feigling, ey. Zerschmettere dich. Dich und den alten Mann. Ich finde sie. Okay. 12 Schergen nur noch.
So, hier drüben die Lebensenergie natürlich noch mitnehmen schnell. Wir sind jetzt da über jedes Fünkchen Lebensenergie eigentlich glücklich. Und nehmen wir hier noch ein paar rote mit. Nein, ach Mensch. Komm wieder raus. Hallo? So, geht doch. Und ja, nach dieser Schlacht müssen wir auf jeden Fall unsere Lebensenergien wieder auffüllen. Ihr seht das nullmal braune und nullmal grüne. Das heißt, ich kann keine weiteren Nahkämpfer mehr holen, wenn die jetzt draufgehen. Und das könnte echt zum Problem werden. Denn die Roten sind, glaube ich, nicht so effektiv gegen Khan. Denn wir müssen dem ja immer auf den Rücken springen, wie ihr gesehen habt. Und ich muss auch aufpassen, dass die Assassinen jetzt hier nicht so viele Schergen töten, denn wir haben keine blauen mehr. Und, oh Mann, die Grünen, die fallen gerade echt wie die Fliegen. Ah, das ist doch nicht normal. Ja, alles an Ausrüstung mitnehmen, was ihr könnt. Dass ihr einen vernünftigen Rüstungswert habt und auch ordentlich Schaden austeilt. Okay, da vorne sind wieder zwei Bombenleger, oder? Sehe ich das richtig? Um die werde ich mich dann mal kümmern. So. Ach, von mir habt ihr Angst, was? So, das war der erste. Das war der zweite. Na, Schergen kommt mal hinterher. Und ich würde mal sagen, vier Stück können wir noch mitnehmen. Nehmen wir auf jeden Fall blaue mit. Da können wir vielleicht nochmal wieder ein paar Schergen wiederbeleben, wenn die von den Assassinen erlegt werden. Und ein Mana-Trank, der ist ganz dringend. Ganz wichtig. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Mana. Lebensenergie sieht auch nicht mehr so pralle aus von mir. Und da oben haben wir wieder ein paar Augen. Ah, da kommt Khan schon wieder. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was Priorität hat. Ob wir erstmal die Augen platt machen wollen lieber, oder ob wir erstmal unsere Schergen auf Khan hetzen. Ich würde mal fast sagen, wir machen erst die Augen. Weil die spawnen uns sonst ja die ganze Zeit neue Assassine her, und das ist auch nicht so wirklich das Wahre. Oh nein, ihr könnt doch nicht in den Strahl rennen, ihr seid echt... keine Ahnung, da findet man keine Worte mehr für die Schergen teilweise. Oh, und da ist Khan. Lauft! Ich hole mir hier nochmal ein paar Rote. Setze ich die Roten immerhin schon mal... Ah, jetzt kommen die anderen. Kommt mit, Leute. Wir müssen jetzt mal irgendwie eine Position finden, wo ich meine Schergen auf Khan hetzen kann. Okay, jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt kommt das Auge aus der anderen Richtung. Boah. Nein. Nein, nicht da rein. Oh nein, oh mein Gott. Oh nein, warum macht ihr das? Ich bin tot. Shit, shit, shit. Neu starten, würde ich mal sagen. Wo kommen wir denn jetzt neu? Nein, das ist nicht euer Ernst. Das ist doch jetzt nicht... Um Gottes Willen. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt wieder ganz anfangen? Greift die Kreaturen von oben an, Meister. Lasst Chaos auf sie niederprasseln. Okay, ich glaube, das war jetzt ein Fehler, dass ich das gewählt habe. Ja. Ich gehe erstmal kurz zurück zum Turm. Gut, ich würde mal sagen, das war ein bisschen... ...bisschen blöde jetzt von mir. Da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass ich jetzt nochmal von ganz, ganz vorne machen muss. Dann mache ich an dieser Stelle erstmal einen Schnitt und werde dann beim nächsten Mal so weit vorspielen, dass wir wieder bei Khan sind. Ja, ist ein bisschen doof gelaufen, sorry dafür. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.